Deutsche wird erst dann wach, wenn ihm der Wind mit aller Macht ins Gesicht schlägt. Und dafür muss der Wind in diesem Land offensichtlich noch viel härter blasen. Wir warten darauf, wir stehen bereit, wir freuen uns auf diesen scharfen Wind. Die kluge Sache ist, dass dieses ZDF wahrscheinlich wieder einem Juden gehört, weil die Presse sowieso nicht von den Juden kontrolliert wird. Was haben Sie gegen Juden? Ich hätte nichts gegen Sie, wenn Sie mein Volk nicht kaputt machen würden und die ganze Welt tyrannisieren und ausbeuten würden. Dann hätte ich nichts gegen Sie. Wie die Palästinenser zum Beispiel und die Deutschen. Ja, ja. Entschuldigung. Was wäre denn die Alternative zu diesem Land, zu diesem Staat, zu Deutschland? Weltweiter Kommunismus? Die Reisen, die müssen viel mehr besteuert werden. Von den Reichen brauchen wir das Geld. Reichtum besteuern. Ja, warum? Die Nazis provozieren. Aha. Steht ihr denn noch hinter der Losung? Ja. Also möchtet ihr gerne, dass das deutsche Volk nicht mehr existiert? Diese wenn die Deutschen doof sind, sich zu vermehren. Entschuldigung. Nick, hältst du bitte deine Pfoten da weg? Ich frage, ich habe gefragt, ob ich ein Statement machen kann. Du packst die Kamera nicht nochmal an. War auch sehr faszinierend anzugucken, welche Leute überhaupt sogar eine rechte Gesinnung haben, die man es gar nicht ansehen würde. Nämlich? Nämlich Leute, weil weißt du was, Leute mit langen Haaren oder so, weiß ich nicht. Also die eigentlich gar nicht ins Klischee passen von einem Nazi. Gegen Nazis habe ich natürlich was und dann bin ich erst bei den Nazis gelandet. Weil, ja, die sehen ja fast genauso aus wie Linke inzwischen und naja. Also ich war doch sehr, sehr nervös irgendwie und fand das sehr erschreckend. Das ist Wahnsinn, dass hier was stattfindet. Erschreckend. Die Jugend. Erschreckend. So erschreckend, das sind doch Rechte, oder? Nee. Das sind, Linke Demonstranten, die gegen den Einheitstag demonstrieren. Oh!